Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shield of Light. Wir sind hier Shield of Light, Shield of Light, nein, Entschuldigung, Shield of Light, ja, damit man das nochmal verständlich zu hören kriegt. Wir hatten hier irgendwie letzte Folge auch gar nicht, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Komm, wir machen hier mal zack über, oh, werde ich Überraschungsangriff machen. Okay, daraus wurde dann ja doch nichts, alles klar, let's go. So, erstmal hier blenden. Und dann machen wir den da oben erstmal kaputt. So, wir ja, versuchen hier immer noch gen Westen zu kommen und müssen da noch irgendwas erreichen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was ich machen muss. Ich muss auf jeden Fall Rubella jetzt helfen. Also müssen ist jetzt halt starkes Wort, aber ich würde sagen, wir wollen Rubella helfen, ihren Bruder zu finden oder ihren Bruder, ihrem Bruder. Seinem Bruder, so genau, seinem Bruder, ihrem Bruder, ach keine Ahnung, zu finden. Und, ja, auf jeden Fall müssen wir selber aus dieser Traumwelt rauskommen. Für diejenigen, die halt nicht mehr wissen, worum es geht. Wir müssen halt, also wir sind halt in der Traumwelt reingekommen. Oder, naja, weiß ich nicht genau, ob das eine Traumwelt sein soll. Oh. Funkel leuchtet nicht mehr, nur kurz hier die Wünsche sammeln. Und wir sind gestorben, die Aurora, die ist gestorben und muss jetzt hier aus dieser Welt wieder rauskommen, damit wir ja wieder unseren Papa wiedersehen, ne? So, diese Melodie, die ist all, übrigens GEMA geschützt, also ich verdiene hier überhaupt null Geld mit dem Let's Play, ja? Nicht, dass ihr ja, du bist voll geil! ich weiß, dieses... Die Vorurteile gibt es immer und immer wieder, aber ich, hallo Leute, Alter, ich habe so wenig Abonnenten, ich mache überhaupt kein Geld, ja, ich mache überhaupt kein Geld mit euch. Ah, gehe ich da? Ach komm, hier so, zack, von oben nach unten, mal gucken, ist das über, ja, nice. Ein Geist und ihn, ja, okay, dann greifen wir erst den Geist an. Dich blenden wir. Nein, warte. Ich wollte den Geist angreifen. Da. So, machen wir mal kurz. Hier. Sammel, sammel, sammle. Sammel, sammel, sammel. Und wieder blenden. So, Geist. Der müsste jetzt aber jetzt kaputt sein. Und da. Nein! Mach doch nicht sowas. Okay, ist down und geht der krasse Schaden wenigstens auf diese blöde Spinne jetzt hier. So, schön. Wir sind auch bald Level 10. Verheerend. Ein verheerender Schlag. Habe ich dir gegeben auf deine Holzspinne. So, das Spider-Earth. 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 Ihr seid ja sowieso hier. Also da brauche ich glaube ich nicht mal blenden, nichts. Aber ich kann hier auf jeden Fall mal kurz die Wünsche einsammeln. Und da drüben einmal, damit Aurora auch nochmal ihren Hiele bekomme. Ey, warte. Kein Halt bekommen. Da wollte ich gar nicht rufen. Entschuldigung. 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 Und nochmal zurück. Ah, okay. So, du gehst darauf. One Hit. Es gibt nicht mal 60 EP, glaube ich, gibt es insgesamt. 100. Okay, 50 geben sie pro. Muss ich mir merken. Ich will ja, ich hab's ja mit Zahlen und so. Die Kiste, hä? Die Kiste haben wir auch schon. Whee! So, okay, ich war hier überall schon. Wie komme ich denn jetzt weiter Westen? Warte mal, wir sind... Warte mal. Ich erinnere mich nur schwach gerade, aber... Wir sind hier... Ah, hier. Hui, Kantaschen. Ja, komm. Wir wollen ja... Wobei, die Spinne hätte ich auch mitnehmen sollen. Wir wollen ja die EP, ne? Wir müssen ja leveln, weil es kann ja sein, dass irgendwann mal so übelst krasser Boss kommt, wo ich so viele EP ausfallen lassen habe, wo mir dann insgesamt, sagen wir mal, 2-3 Level fehlen. Und genau diese 2-3 Level, sagen wir nur 2 von diesen 3 Leveln, hätte ich gebraucht, nur um diesen Boss halt kaputt zu machen. Und dann werde ich mir halt sehr hart in den Arsch beißen, dass ich hier faul war und die ganzen Viecher nicht mitgenommen habe. Aber die sind halt so... Ist halt nicht viel, was sie geben, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Zack.
Rubella, du bist ein ganz schneller. Oder ganz schnelle? Ich weiß es nicht. Was ist Rubella? Ist Rubella weiblich oder männlich? Schreib's in die Kommentare. Sieht weiblich aus, ne? Und vom Dialog her, den wir gesehen hatten, klang das auch sehr weiblich. Hier, guck mal, das kann ich doch mal machen. Wir geben auch gut XP. Überraschung. Schlag. Ich weiß gar nicht mehr, ob der da hinten gut Schaden machte oder nicht. Übrigens spiele ich das ohne Cam, weil ich nicht weiß, ob ich da sehr viel vom Geschehen hier verdecken würde. Deswegen habe ich es einfach mal gelassen. Machen wir erstmal die weg? Komm, machen wir die erstmal weg. Und den da hinten blende ich einfach mal so lange. Boah, kritischer Treffer, nice. Das kann öfter kommen. Ne, jetzt machen wir den. So, Aurora ist doch vorher dran, oder? Ne, weil der Tempo erhöht ist. Shit. Achso, hast du Tempo von dem da hinten erhöht? Das ist ja nett. Du bist ja echt sozial, Alter. Okay, jetzt ver... Helder! Schon wieder ein kritischer Treffer. Könnte öfter kommen. Warte mal, jetzt muss ich mal... Hier ein paar Wünsche. Muss hier... Ja, dein Tempo ist erhöht. 3 Schaden ist ja gar nichts, Alter. Hier, zack. Zack. Mal kurz hier noch heile machen. Bin wieder voll. Easy. 500 EP gab das. Krass. Wegen ihm da hinten? Ungeschliffener Rubin. Nice. Aber ist jetzt nur Rubella aufgestiegen? Das ist ja mies. So, da unten war ich am Leveln. Hier erhöht die Magieresistenz dauerhaft um 5. Finde ich schön. Schutz vor Leid machen wir danach. Warte mal. Da. Ah, hier, guck mal. Hier wird als nächstes der Hieb geskillt, ne? Hieb alle. Aha. Ich kann gleich alle angreifen. Das ist ja nice. Das ist ja verdammt. Oh, das habe ich gar nicht gelesen gehabt. Das ist hier der Crosser-Hieb. Uiuiui, das ist dann für Single-Target und das... Ja gut, warte mal, das ist 18. Und wie viel haben wir? Auch 18. Nur, dass das halt sehr lange dauert. Es ist natürlich die Frage, rentiert sich das Hieb alle, wenn nur 2 Gegner sind oder soll das halt machen, wenn 3 Gegner sind? Das ist halt die entscheidende Frage. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das halt rentieren wird, wenn da nur 2 Gegner sind, weil... Wir müssen halt gucken, weil ich muss ja bedenken, das dauert sehr lang, ne? Also die Aufladung dauert sehr lang. Und weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob sich das rentieren wird. So, einfach weiter nach Westen, Westen, Westen. Ha, schön. Oh. Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Achso, hier war das Schwert, ne? Genau. Hier war das Schwert drinne. Bin ich fast am Anfang. Ach du Scheiße. Hatte ich die schon mal? Nee, ne? Ich hab Angst. Den blende ich einfach mal so lange. Ich hatte die, glaube ich, noch nicht. Unterbrochen, Alter. Die werden mir richtig hart wehtun, glaube ich. Wieder unterbrochen, nice. Dauert noch länger, bis er angreifen kann. Jetzt er down. Alter, 4 Angriffe habe ich gebraucht. Was hast du gemacht? Was hat er gemacht? Ich weiß nicht. Das wäre natürlich schön, wenn er jetzt irgendwie noch so ein Log wäre, irgendwie unten links, so im Chat oder so, um zu sehen, was die Gegner halt alle gemacht hätten. Weißt du? Weil so kenne ich es halt im Kampfchat. Aus MMOs kenne ich das halt so. Da steht das halt immer drin, ne? Unterbrochen? Nein. Shit. Ich hätte vielleicht weiter blenden sollen. Oh, das war dieser Hieb. Alle getroffen. Jetzt soll es aber down sein. Boah, 600 EP, Alter. Profi 300. Und die haben ungeschliffenen Rubin gegeben. Also, hier geht's weiter. Man merkt halt, hier ist die Schwierigkeit gerade wieder ein bisschen angehoben worden. Oh, dann würde ich hier auch mit. Na. Okay, das war nur... Oder habe ich gerade... Was ist da im Hintergrund? Seht ihr das hier? Was ist das? Ist das auch so ein Wolf? Gerade, gegen den wir gerade gekämpft haben? Hört ihr das? Ich fliege, aber es hört sich an... als würde ich laufen. Aber wenn ich laufe, ist es sogar noch langsamer. Das hört sich aber richtig...
Als würde ich richtig krass laufen. Hier gehe ich ja halt, ne? Kann ich sprinten? Ich kann nicht sprinten. Aber hier hört sich an. Die Luft ist so mild, Herr Glühwurm. Igniculus? Aurora, wie groß ist eine Nadel? Hör auf, du redest abstrus. Warum macht sich was zum Ast? Wer, was? Wer wie ein Blatt? Boah, Alter, du und ich, wir könnten Bäume sein. Sicher, das wäre fein. Was? Alter, so schnell kann ich gar nicht lesen. So, hier kam irgendwas runter gerade. Ja, komm mal her, hier, so, zack. Über... Fuck, und ich habe jetzt diesen Hieb alle nicht. Okay, wir blenden den. Und werden erstmal die Spinne wegmachen. Oha, Alter. Das kann ja jetzt heavy werden. Zange. 9 HP abgezogen. Fuck. Okay. Will nicht wissen. Shit. Hör doch auf. Down. Down. Nice. Machen wir den erst weg. Warte. Was hat er gemacht? Verteidigung, oder? Verteidigung hat er gemacht. Nein! Ach, fuck. Reizen. Okay, Rubella macht es halt nicht so viel aus. Ich will den da hinten erstmal weg haben. Oha, nice. Kritischer Treffer. Also gut gemacht, Rubella. Ich bin stolz auf dich. Verdammt stolz. Darfst du dir echt was drauf einbilden? Unterbrochen, nice. So will ich das haben. Okay. Kurz die Wünsche einsammeln. Gleichzeitig halt ein bisschen HP. Und down. Uff. 830 EP. 10. Geburtstag. Ja, weil ich Stufe 10 erreicht habe. Nice. Übrigens kann ich, da wird wahrscheinlich auch gleich eine Meldung von Uplay wiedergekommen, kann ich über Uplay wohl auch ein paar Sachen holen für die Punkte, die ich hier die ganze Zeit kriege dafür. Also für das Game. Und kann mir halt solche Tränke und was nicht alles da besorgen. Aber das mache ich erstmal noch nicht. Ich hebe mir das alles mal auf. Ich weiß ja nicht, wofür es später gut sein könnte. Nein! Fuck. Ich wollte... Ja gut, das ist okay. Ich wollte von oben wieder nach unten. So. Nee, mach mal... Ach komm, machen wir den Geist als erstes weg. Jetzt will ich mal gucken, wie lange das tatsächlich dauert. Ah, das dauert schon seine Zeit. Aber dafür greife ich jetzt beide an. Nice. Aber warum nur 12 vom Geist? Ach so. Gut, weil einige haben mehr physische Verteidigung und andere halt mehr magische Verteidigung. Das muss man halt immer noch beachten. Verheerend. Nice. Mal kurz hier. Fuck. Warte, nur kurz die Wünsche da einsammeln. Oh. Bist du alleine? Überraschung, oder? Keine Überraschung. Ich fahre doch von hinten. Okay. Den beleuchte ich wieder so lange. Hier kann ich übrigens den Hieb alle machen. Neun. Ah, ich müsste vielleicht... Unterbrochen, nice. Ich müsste vielleicht mal langsam Rubella heilen. Was heißt langsam? Also, ne? Wenn es halt mehr wird. Aber vielleicht hätte ich ausgewichen. Was? Das ist auch zum ersten Mal, glaube ich, passiert, dass jemand ausgewichen ist. So, nochmal alle. Ich glaube, dass ich die Spinne da oben halt gleich kille. Verteidigung. Ich werde erstmal den angreifen. Nee, oh. Beide sogar weg. Nice. Okay. Warte, jetzt muss ich... Natürlich echt doof jetzt hier. So, da drüben nochmal einsammeln, auch wenn Glühwürmchen gerade voll ist. Ja, das sollte aber jetzt passen, denke ich. Ich bin mir nicht sicher, ob... Ah, nice. Schön. Doch, down. Aber ich level verdammt gut bei diesen Viechern.
muss ja halt tatsächlich etwas strategisch vorgehen. Beschleunigungselixier? Was? 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 Was ist das eigentlich? Was ist das? So, Schutz vor Leid. Aha. 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 Okay, nice, okay. So, mal die Okuli hier gucken. Nö. Alles klar, da ist was drauf, da ist was drauf. Hier ist nichts drauf. Hier könnten wir doch mal da nochmal einmachen. Erdwiderstand. Ich weiß halt nicht, wer was, welche Elemente die jetzt alle gerade. Ach so, guck mal. Es hat 134 Leben. Vielleicht sollte ich das auf Aurora machen. Stimmt, auch auf Aurora hatte ich ja auch so ein Teil drauf gepackt, oder? Hier plus 4. Ach so, das ist MP. Ach so, ah, okay. Gut. So, noch irgendwelche Viecher, die kaputt gehauen werden wollen. Ich werde jetzt einfach alles kaputt machen, was ich hier finde. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, damit ich halt hier weiterkomme, weil ich glaube, allzu viel wird es hier nicht zu entdecken geben. Und das... Aber wie erkläre ich es? Also, dass die Schlüsselmechanik hier hauptsächlich in den Kämpfen liegt. Blub. Ich bin ja voll. Zack, von hinten. Aber jetzt muss er überraschen, oder? Wieder kein Überraschungsangriff. Ist ja was, Alter. Das ist ja was. Nein. Oh, ich wollte doch die Spinne erst. Okay. Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ah, shit. Wow. Das war... krass. Wollte eigentlich mich erst... Also, Rubella kümmert sich um die Spinne und Aurora, weil sie mehr Schaden macht, einfach um den Wolf da. Geflügelte Furie. Sorry, aber da muss ich erstmal kurz gucken, was das für ein Achievement ist, auch wenn wir gerade so schön drin, ne? Verheere... Was? Verheere 5 Feinde. Achso, ja. Easy. Mach ich ja mit Leichtigkeit hier. So, wenn wir gerade mal dabei sind, wird eh gleich down sein. Kassiere ich das mal kurz, damit ich halt den Heal immer abbekomme. Sollte halt man machen, denke ich. Siehst du, Aurora ist wieder fast voll, fehlt ein LP. LP, nicht MP. Und bei Rubella fehlt auch noch 6. Wow. War doch nice. So. Ja, das brauche ich halt auch nicht mehr. Danke. So, geh mal wieder runter. Ah, da oben ist noch eine Kiste. Guck mal. Ungeschliffener Smaragd. Schönes Ding. So. War doch von unten. Ja, von oben, nicht von unten. Sollen wir machen? Also wir, machen erst die weg und blenden dich so lange. So, und ich denke mal nach den 2 Angriffen. Warte mal, erstmal wieder einsammeln hier alles. Aber nach den 2 Angriffen sollte die Spinne weg sein, oder? Ihr stimmt mir doch dazu jetzt. Zack. Unterbrochen. Oh, hält doch ein bisschen mehr aus. Ja gut, dann kriege ich halt doch nochmal Schaden. Okay, doch nicht. Muss ich mir merken. Nach 3 Angriffen? Nach 3 Angriffen. Und wieder verheerend. Ist ja easy. Und dafür ein Achievement, ey. Oh. Hi, Toniko, mal 2. Ich hab ne... Oder habe ich schon mal einen Trank benutzt? Bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich schon mal einen Trank benutzt habe. Hey, ho. Zack, wieder von hinten. Ja, dich blende ich wieder. Unterbrochen.
Und weg. Und jetzt nur noch die blöde Töle da. Unterbrochen, nice. Und das heißt, dass ich jetzt... Oh, okay. Erstmal wieder einsammeln hier. Alle voll, nice. Ja, eigentlich kann ich auch aufhören zu leuchten. Das war's. Ohne, dass ich einmal gehittet wurde, oder? Ja, wurde nicht einmal gehittet. Läuft, läuft bei mir. Ich hätte vielleicht... Ich spiele es, glaube ich, auch auf normal, ne? Ich hätte es vielleicht doch auf schwer spielen sollen. Der Altar, ich kann ihn sehen. Die Dame sagte, wir müssen weitergehen. Hier drauf jetzt, oder was? Ich laufe mal am besten. Oh. Hallo. Hereingelegt. Shit. Ja, no. Stop, please. So, hier machen wir einen Hieb alle. Sammelt Kraft. Okay. Wofür auch immer. Wahrscheinlich wird der Angriff gleich sehr doll wehtun. Bam. Ausgewichen. Da ist der eine einfach ausgewichen. Okay, machen wir nochmal so. Unterbrochen, nice. Shit, da ist er schneller. Verlangsamt. Du. Okay. Jetzt müssen wir... Du müsstest ja jetzt weg sein, oder? Nein, du lebst immer noch. Boah, 13. Aber es macht sonst auch 13, ne? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, das müsste auf jeden Fall gut EP geben jetzt. Sehr gut. Jo. Beide nochmal ein Levelaufstieg. Schönes Ding. Beide nochmal ein Fertigkeitspunkt. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Und bedanke mich fürs Zuschauen. War jetzt eigentlich nur die Kämpfe. Ich hoffe, dass, ja, sorry, dass ich halt beim einen Part auch einfach nicht schnell genug lesen konnte. Aber ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr Dialog wieder haben, damit ihr wieder was, ne, zu lachen habt, dass ich ihn nicht vorlesen kann. Und wir sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.